Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020/21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was hat man in der Antike zur sprachlichen Bedeutung zu sagen gehabt? Menschen haben wahrscheinlich schon sehr früh in der Geschichte der Zivilisation über die Bedeutung von Zeichen reflektiert. Dazu musste es aber wahrscheinlich erst Anlässe geben, denn von selbst, ohne ein staunenswertes Erlebnis, das einen zum Grübeln bringt, haben die frühen Menschen ihren selbstverständlichen Sprachgebrauch wohl nicht hinterfragt. Vielleicht haben sie nicht mehr bemerkt, dass sie überhaupt Sprache benutzen. Anlässe dazu, das zu bemerken, den Sprachgebrauch zu hinterfragen, die Sprache selbst überhaupt erst zu bemerken, könnten gewesen sein, dass sie auf einmal mit fremden Sprachen konfrontiert waren, weil sie fremde Leute getroffen haben. Und das könnte sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Laute, die sie selbst produzieren, nur eine Möglichkeit darstellen, über die Erscheinungen der Wirklichkeit zu sprechen, dass sie selbst nicht von Natur aus die einzigen und richtigen Laute dafür haben, um über die Wirklichkeit zu sprechen, sondern dass man auch mit anderen Lauten über die gleiche Wirklichkeit sprechen kann. Ein weiterer Anlass zu bemerken, dass, wie und warum sprachliche Zeichen bedeuten, dürfte die Erfindung der Schrift gewesen sein. Die Schrift führt die Sprache überhaupt erst vor Augen, indem sie sie nämlich materialisiert und dauerhaft sichtbar macht. Gesprochene Sprache ist dagegen unsichtbar und flüchtig. Ja, sobald sie geäußert ist, ist sie schon wieder weg. Sichtbare Sprache schafft und schärft auch überhaupt erst ein Bewusstsein dafür, dass die Zeichen der Sprache im Tontäfelchen oder auf der Tierhaut oder auf dem Palmblatt ja eigentlich was ganz anderes sind als das, wofür sie stehen, und dass sie als materielle Dinge auch selbst Eigenschaften haben und dass diese Eigenschaften auch andere sind als die der Gegenstände, für die sie als Zeichen benutzt werden. Das ist keineswegs selbstverständlich, das muss man alles erst bemerken. Die Schrift macht, weil sie Sprachzustände konserviert, auch darauf aufmerksam, dass Sprache sich verändert, sich wandelt. Alte Schriftdokumente können zum Beispiel Ausdrücke aufweisen, deren Form sich geändert hat oder deren Form gleich geblieben ist, deren Bedeutung sich aber geändert hat. Diesen Sprachwandel zu bemerken, das ist auch etwas, was die Schrift erst mit sich bringt. Solche Anlässe wie die genannten schaffen also ein Bewusstsein dafür, dass sprachliche Zeichen überhaupt bedeuten und dass Bedeutung nicht natürliche Eigenschaften von Dingen sind. Wenn wir wissen wollen, was die Altvorderen über Sprache und Bedeutung gedacht haben, dann sind wir natürlich auf schriftliche Überlieferungen angewiesen. Wie so oft bildet die griechische Philosophie einen Anfang, auch schon die vor Platon, und da bewegen wir uns also grob im 5. Jahrhundert vor Christus. Vieles davon ist nur fragmentarisch oder aus zweiter oder dritter oder vierter Hand überliefert. Platon und Aristoteles selbst sind aber verhältnismäßig umfangreich überliefert. Und um die beiden und auch ein bisschen um die Sophisten wird es jetzt gehen. Beginnen wir mit Platon. In vielen Dialogen Platons treten die Sophisten als philosophische Kontrahenten von Sokrates auf, und Sokrates ist Platons Sprachrohr für seine eigene Meinung. Die Sophisten verdienten ihr Geld damit, dass sie Weisheit lehrten, oder zumindest behaupteten, dass sie Weisheit lehren konnten, und diese Weisheit bestand zu einem Gutteil auch darin, Grammatik und Rhetorik zu vermitteln. Dabei ging es den Sophisten vor allem darum, wie man gut und gewieft argumentiert. Die Rhetorik ist übrigens historisch eine Vorläuferin der Pragmatik. Jedenfalls die Idee, dass Weisheit darin besteht, beim Argumentieren Recht zu bekommen, unabhängig davon, wofür man argumentiert, die hat Platon nicht gefallen, und Platon hat das aber genau den Sophisten unterstellt. Das hat Platon nicht gefallen, denn er hat Weisheit strikt an Wahrheit gebunden. Und da eins der Themen der Sophisten die Frage nach der sogenannten Richtigkeit der Namen war,
das wird jetzt auch das Thema sein, die Richtigkeit der Namen. Deshalb hat Platon dieses Problem in einem seiner Dialoge, dem Gratylos, behandelt. Der Gratylos ist eins der ersten sprachphilosophischen Werke überhaupt und Gratylos selbst ist einer der Dialogpartner von Sokrates und in diesem Dialog behauptet er gleich zu Anfang, Zitat, jegliches Ding habe seine von Natur aus ihm zukommende richtige Benennung, Zitat Ende. Und diese Benennung beruhe nicht auf Übereinstimmung, also nicht auf Konvention, sondern sei für Griechen und Barbaren, das sind alle, die nicht Griechisch sprechen, dieselbe. Sein Kontrahent Hermogenes bestreitet dagegen, wieder Zitat, dass es eine andere Richtigkeit der Worte gibt, als die sich auf Vertrag und Übereinkunft gründet. Vielmehr beruhten die Benennungen von Dingen konventionell auf Gewohnheit und Gebrauch. Und in der Folge des Dialogs werden diese Positionen diskutiert und dabei wird deutlich, dass Gratylos naturalistische Position nicht haltbar ist. Er müsste ja zum Beispiel davon ausgehen, dass am Anfang aller Sprache die Bezeichnungen der Dinge phonologisch irgendwie aus diesen Dingen zwingend hervorgingen. Das ist natürlich Unfug. Aber auch dem Konventionalismus von Hermogenes gibt Platon nicht einfach recht. Die Sichtweise, dass Ausdrücke per Konvention mit Vorstellungen von Dingen assoziiert sind, ist ja auch heute noch, infolge von Ferdinand de Saussure, weit verbreitet. Platon gibt aber zu verstehen, dass Sprechen eine Handlung und Sprache ein Werkzeug ist. Griechisch übrigens Organon, Karl Bühler lässt grüßen. Und mit diesem Werkzeug wird nicht nur gelehrt, sondern mit den Ausdrücken der Sprache zergliedern wir auch immer die Wirklichkeit. Dieses Stück Wirklichkeit ist ein A, dieses andere Stück Wirklichkeit ist ein B und so weiter. Und damit die Benennungen der Dinge in der Wirklichkeit richtig sein können, und darum geht es ja in dem Dialog, die Richtigkeit der Wörter, müssen die Wörter der Wirklichkeit aber auch angemessen sein, wenn man nichts Falsches lehren und die Wirklichkeit nicht falsch zergliedern will. Insofern gibt es nach Platon durchaus eine natürliche Richtigkeit der Namen, aber anders als Gratylos sich das gedacht hat. Um das nochmal zu rekapitulieren, was ist das für eine Richtigkeit darin, wie die Dinge benannt werden? Es geht darum, dass ein bestimmtes Ding der Wirklichkeit bestimmte Kriterien erfüllen muss, damit eine Bezeichnung auf es passt. An der Bezeichnung hängt sozusagen eine begriffliche Definition dran, der ein Ding genügen muss, damit die Bezeichnung auf es passt. Und wenn das Ding so beschaffen ist, dass die Bezeichnung auf es passt, dann ist der Name richtig. Streng genommen ist es also nicht die lautliche Gestalt der Bezeichnung, die richtig ist, so wie Gratylos sich das gedacht hat, sondern die Anwendung einer Bezeichnung auf einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit und keinen anderen. In einem späteren Dialog, Sophistis, stellt Platon dann klar, dass die Funktion der Sprache auch gar nicht im Benennen liegt, sondern darin, dass Wörter kombiniert werden, um Sätze zu bilden, die etwas bedeuten. Sätze bedeuten etwas, wenn mit ihnen etwas über die Wirklichkeit behauptet wird, und zwar etwas Zutreffendes. Das kommt erst dann zustande, wenn ein Name mit einem Zeitwort kombiniert wird, und damit meint Platon ein Nomen und ein finites Verb, zum Beispiel in so einem Satz wie Sokrates läuft. Das ist eine Behauptung über die Wirklichkeit, und sie kann wahr oder falsch sein. Und wenn sie etwas über die Wirklichkeit sagt, etwas Zutreffendes, dann bedeutet die Äußerung was und wenn nicht, dann nicht. Aber weder der Ausdruck Sokrates ist für sich genommen eine Behauptung über die Wirklichkeit, noch der Ausdruck läuft. Und an verschiedenen anderen Stellen, in verschiedenen anderen Dialogen, sagt Platon außerdem, dass Gedanken, Meinungen, Vorstellungen von oder über die Wirklichkeit auch wahr oder falsch sein können. Also nicht nur Sätze oder Aussagen über die Wirklichkeit, sondern auch Gedanken, Meinungen über die Wirklichkeit. Mindestens im Fall der Gedanken und der Meinungen hängt das daran, dass Platon sie sich als stilles Sprechen vorgestellt hat. Wir haben es bei Platon also schon mit Wörtern und mit Sätzen, mit Wahrheit und Falschheit von Sätzen
und mit Gedanken zu tun, die ebenfalls wahr oder falsch sein können, weil sie stille Rede mit sich selbst darstellen. In Aristoteles' Werk Peri Hermeneias, auch De Interpretatione und Organon II genannt, geht es um das Verstehen. Dieser Text hat die gesamte Geschichte der Semantik geprägt, und zwar weil Aristoteles darin zentrale begriffliche Differenzierungen und Fixierungen vorgenommen hat, die bis heute verwendet werden. Schon im ersten Satz von diesem Werk kündigt er die Definitionen von Nomen und Verb, von Verneinung, Bejahung, Aussage und Rede an. Bei den zeichentheoretischen Grundlagen hat er viel, was schon bei Platon vorweggenommen war, in systematischere Form gebracht. Die einflussreichste Stelle in Bezug darauf, was sprachliche Ausdrücke bedeuten, lautet folgendermaßen. Ich zitiere Aristoteles. Es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen oder Begriffe, und die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute. Und wie nicht alle dieselbe Schrift haben, so sind auch die Laute nicht bei allen dieselben. Was aber durch beide an erster Stelle angezeigt wird, die einfachen seelischen Vorstellungen oder Begriffe, sind bei allen Menschen dieselbe, und ebenso sind es die Dinge, deren Abbilder die Vorstellungen oder Begriffe sind. Zitat Ende. Ich fasse die zentralen Aussagen nochmal zusammen. Also, gesprochene Ausdrücke symbolisieren Vorstellungen oder Begriffe und geschriebene Ausdrücke symbolisieren gesprochene Ausdrücke. Gesprochene und geschriebene Ausdrücke unterscheiden sich zwischen Menschen, das heißt zwischen verschiedenen Sprachen, aber die Vorstellungen oder Begriffe, die durch die Ausdrücke bezeichnet werden, die sollen für alle Menschen, das heißt für die SprecherInnen aller Sprachen, die gleichen sein. Und die Vorstellungen oder Begriffe stimmen wiederum mit den Dingen in der Wirklichkeit überein, die auch für alle Menschen die gleichen sein sollen. Ausdrücke wie Vater oder Sokrates läuft referieren also auf die Dinge der Wirklichkeit durch die Vermittlung der Vorstellungen oder Begriffe von den Dingen der Wirklichkeit, also durch den Begriff des Vaters oder eines laufenden Sokrates. Und damit mit diesem Vermittlungsbegriff, der Begriff vermittelt zwischen dem Gesprochenen oder Geschriebenen und den Dingen der Wirklichkeit, damit ist schon vieles vorweggenommen, was in Bezug auf Semantik im Mittelalter und auch in der Moderne vorgeschlagen worden ist. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Aristoteles sich die Vorstellungen oder Begriffe nicht einfach als Vorstellungsbilder gedacht hat, also nicht als das Bild von einem Vater oder von einem laufenden Sokrates im Kopf, sondern als ein Set von Kriterien, von Merkmalen oder als eine Definition dessen, was ein Vater oder ein laufender Sokrates ist. Dieser Definition, diesen Merkmalen, diesen Kriterien muss ein Gegenstand oder ein Sachverhalt in der Wirklichkeit genügen, um als Vater oder als laufender Sokrates gelten zu können. Oder umgekehrt, die Definition, die Merkmale, die Kriterien im Geist der SprachbenutzerInnen müssen die richtigen sein, wenn man in der Wirklichkeit einen Sokrates erkennen will, der läuft, oder einen Gegenstand als Vater erkennen will. Insofern die Dinge der Wirklichkeit also mit den Begriffen, also der Definition oder den Kriterien im Geist übereinstimmen, sind die Begriffe Abbilder der Dinge der Wirklichkeit. In dieser Beziehung zwischen Begriff und Wirklichkeitsphänomenen, die unter diesen Begriff fallen, ist zum Beispiel schon die spätere Unterscheidung von Intention und Extension vorweggenommen, die Rudolf Carnap in der logischen Semantik getroffen hat, und zwar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aristoteles hat wie Platon gesehen, dass die Frage nach Wahrheit und Falschheit erst dadurch zustande kommt, dass ein Nomen und ein finites Verb verbunden werden und ihre Verbindung zu einer Aussage oder Proposition wird. Sokrates läuft. Diese Verbindung kann tatsächlich geäußert oder auch nur gedacht werden. Tatsächlich haben Wahrheit und Falschheit vor allem in Gedanken ihren primären Ort, zumindest bei Aristoteles, denn Äußerungen sind ja nur Zeichen dieser Gedanken. Ein klarer
und eindeutiger sprachlicher Ausdruck ist aber aus dem gleichen Grund für Aristoteles sehr wichtig. Die Begriffe müssen sich nach der Struktur der Wirklichkeit richten, und wenn die Begriffe richtig sind, dann bedürfen sie, damit sie mitteilbar werden, auch einer unmissverständlichen Bezeichnung in Form von sprachlichen Äußerungen. Deshalb hat sich Aristoteles auch schon mit Synonymie, Homonymie und Paronymie beschäftigt, also semantischen Relationen, kurz gesprochen eben mit sprachlicher Ambiguität und wie sie zu vermeiden ist. Was Aristoteles zur Semantik zu sagen hatte, ist schon ziemlich beeindruckend. Nach allem Anschein waren aber die semantischen Ansätze der Stoiker begrifflich noch um einiges differenzierter. Von den Stoikern stammte die erste vollständige Sprachtheorie. Und die hat schon phonologische, syntaktische, semantische und pragmatische Aspekte der Sprache behandelt. Ich sage allem Anschein nach, deshalb, weil von den Stoikern kaum authentische sprachphilosophische Texte überliefert sind. Wir wissen von der stoischen Sprachphilosophie nur aus zweiter oder fünfter Hand. Vielleicht liegt es daran, dass die Sprachphilosophie von Aristoteles die einflussreichere gewesen ist als die stoische. Die moderne, vor allem sprachanalytische Philosophie steht aber den Stoikern näher. Die stoischen Semantiker haben drei semantische Einheiten unterschieden. Da war erstens das Semainon, der bezeichnende Ausdruck, entweder lautlich oder geschrieben, auf jeden Fall aber ein materieller Zeichenträger. Darunter fallen Einzelwörter, aber auch und vor allem Sätze. Die zweite Einheit war das Tynchanon, der Gegenstand oder Sachverhalt in der Wirklichkeit, auf den referiert wird, und drittens das Semainomenon, das Bezeichnete. Das Bezeichnete ist etwas anderes als der Gegenstand oder Sachverhalt. Das Bezeichnete ist eher die Bedeutung im Sinne einer Aussage oder Proposition. Die Stoiker haben dabei schon primär an satzförmige Aussagen gedacht und die Bedeutung einzelner Wörter eher als abgeleitet aus der Bedeutung von Sätzen behandelt. Das Semainomenon hat aber eine andere Existenzform als ein mentaler Begriff bei Aristoteles. Das Semainomenon ist nämlich weder eine kognitive Einheit noch ein materielles Etwas. Das ist eigentlich ziemlich erstaunlich, weil die Stoiker beinharte Materialisten waren und so ziemlich alles als materiell betrachtet haben, wenn sie es als überhaupt als existent anerkannt haben. Die mentale Vorstellung haben die Stoiker zwar auch gekannt, die war aber subjektiv und materiell, aber wie gesagt, das Semainomenon war nicht subjektiv und nicht materiell, sondern objektiv und immateriell. Die Stoiker haben darüber hinaus auch schon deutlich gesehen, dass sich die Bedeutung eines Satzes, oder sagen wir besser einer Äußerung, nicht in seiner Aussage im semantischen Sinne, in seiner Proposition erschöpft, sondern dass man, indem man eine Proposition äußert, damit auch eine andere Handlung vollziehen kann, zum Beispiel etwas verbieten oder befehlen kann. Ich könnte zum Beispiel sagen, die Kekse sind für David. Und damit könnte ich gegenüber David eine Aufforderung äußern, zum Beispiel die Kekse zu nehmen, weil sie für ihn sind. Und ich könnte mit der Äußerung, die Kekse sind für David, außer dass die Kekse für David sind, äußern die eindringliche Bitte, die Kekse nicht zu nehmen, sondern sie David zu lassen. Wir haben dann zum einen die Aussage, dass die Kekse für David sind, und zum anderen die Aufforderung gegenüber David, sie zu nehmen, und die Bitte gegenüber Thomas, sie nicht zu nehmen. Und mit dieser Unterscheidung zwischen der Aussage im semantischen Sinn und der Handlung, die man mit dieser Aussage außerdem noch vollzieht, damit haben die Stoiker den Unterschied zwischen Lokution, also der Handlung des Aussagens, und Illokution, dem Zweck, den man mit der Lokution verfolgt, schon vorweggenommen. Lokution und Illokution sind dann in der modernen Sprechakttheorie von Austin und Searle Teil der Pragmatik geworden. Und damit bin ich für heute am Schluss. Es gibt noch eine andere Podcast-Folge, in der ich dann die Frage beantworte, was man vom europäischen Mittelalter
bis zur Aufklärung übersprachliche Bedeutung gedacht hat. Und damit sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal.